Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind hier am grobern jetzt hier die, ach, da fällt der Zug, die Zwischenfrucht unter. Hoffe ich zumindest. Ja. Nämlich den Ölrettich. Den werden wir jetzt wunderschön schon mal dem Boden hinzufügen, damit er dann als Grobert erstmal gilt und dass die Nährstoffe unter dem Boden sind oder im Boden wieder sind, damit wir den Arbeitsschritt nicht in der nächsten Folge machen müssten. So, das ist nur zu dem. Das nächste ist, was ich eben gerade mir schon gesagt habe, ich will das Feld eckig pflügen irgendwann, aber ich glaube, da werde ich da mit dem Wasser Schwierigkeiten kriegen, aber ein bisschen mehr kann man hier durchaus noch rausholen aus der Fläche. Also so den einen oder anderen Quadratmeter könnten wir hier noch bekommen. Okay, warte. Nee. Jetzt habe ich natürlich komplett verkackt. Nee. Jetzt habe ich natürlich komplett verkackt, aber ich muss die Wände muss ich anders stellen. Ich muss auf 1 einstellen. So, jetzt müssen wir hier rein. Gerade auch am besten. Ja, ein bisschen gerade noch. Wenn nicht falsch. So ist schon mal gut. So, dann absenken. 180 Grad. Und dann hier rein. Und jetzt muss ich ganz kurz hier Wände auf 2,2 stellen. So. Sonst komme ich nicht rum. Das war noch vom, glaube ich, Walzen so eingestellt. Ist okay. So. Ja, sonst kommt er halt nicht um die Ecke rum und ehe er sich denn eingefädelt hat, das sieht dann alles scheiße aus. Das muss ja nicht sein. Da kann man ja ruhig, ne? Wenn man die Technik schon an Bord hat, kann man sie auch nutzen. So. Wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen über die Treckertour gequatscht. Beziehungsweise sind uns da, oder habe ich den groben Umwerfer, ne? Und so weiter. Und ich weiß gar nicht, ob ich euch schon erzählt habe, aber ich habe mir gar nicht angekommen. Ich habe mir von Ansgar diesen Traubensaft, da habe ich mir bestellt, 3 Flaschen. Weil ich die Aktion einfach cool finde, dass dann lokaler Bauer halt eben supportet wird und dass dann halt eben wirklich auch dort einfach auf kleinsten Produkte. Ich glaube, da habe ich schon drüber erzählt, dass ich das hier auch mit meinen Hühnereiern mache und so weiter und so fort, dass ich das dann halt eben ganz gerne so habe. Und wenn ich hier einen Bauern hätte, der mir auch das Fleisch beziehungsweise das in eine Fleischerei liefert, wo ich dann weiß, dass es daher kommt und dass die Tiere dann eben, ja, sag ich mal, in der Möglichkeit bestehen würden, dass ich hinfahren kann und sie streicheln kann, das wäre natürlich noch am besten. Ich habe nämlich ich persönlich habe damit kein Problem, dass ich ihn hier streichle und dann nachher als Streichbrust habe. Gibt natürlich viele andere, die sagen, wie kannst du nur, ne? Aber ich habe da keinen Bezug zu. Also beziehungsweise dieser Bezug dazu, dass ich dem Tier Namen gebe und es danach halt, für mich ist es so hart, wie es klingt, für mich ist es ein Nutztier, Nutztier. Ne? Also es ist einfach dafür da, dass es halt eben seine Zeit auf Erden verbringt, von uns gefüttert wird und dann uns ernährt. Ne? Und ich meine, einen besseren Pflanzen-zu-Fleisch-Reaktor gibt es halt einfach nicht. Ne? Es gibt 1000 andere Möglichkeiten, sich ja anders zu ernähren, also vegetarisch und auch vegan und ähnliches. Es gibt genügend Ersatzprodukte. Ich persönlich mache für mich, versuche ich zumindest immer eine vegetarische Woche pro Monat einzulegen. Ich halte mich nicht zwingend unbedingt dann dran, aber ich versuche zumindest diese 7 Tage im, ne, also dass ich das nicht am Stück mache, so 7 Tage im Monat, wo ich dann sage, so, da verzichte ich komplett auf Fleisch. Ne? Dann esse ich halt alles nur Produkte, aber dann halt auch nur vegetarisch, nicht vegan, denn auf Käse oder ähnliches, wo auch leicht Tierleid entsteht, dann möchte ich dann nicht ganz verzichten. Manchmal bekomme ich das gut hin, manchmal bekomme ich das weniger gut hin. Es gibt so eine, manchmal auch so eine Zeit, wo man einfach 1000 andere Probleme hat, da macht man sich halt darüber keine Gedanken. Also sich selber macht man darüber keine Gedanken. Vielleicht auch falsch, aber es ist leider so, dass man halt eben vielleicht auch mal die Prioritäten woanders hinlegt, als auf, sag ich mal, seine moralische Haftung, die man dort eigentlich eingeht. Aber gut, das ist mal, ne,
Wie gesagt, ich, also für mich persönlich, ich kenne das nur so, ich komme vom Bauernhof, auch wenn es ein kleiner war, wenn es ein Feierabendbauernhof war, ne? Aber wir hatten halt ein paar Schweine auf dem Hof und wir hatten ein paar Hühner auf dem Hof. Alles gut, es waren 200. Und wir hatten bis zu 13 Schweine auf dem Hof. Im Schnitt hatten wir 8 Schweine. Und ich bin damit halt einfach groß geworden, dass es dann halt eben Tiere gab, die auf dem Hof gelebt haben, die dann übers Jahr verteilt auf dem Tisch standen. Nur Hühner wurden bei uns nicht gegessen, weil, naja, die waren halt zum Eierlegen da. Aber ich hatte immer genügend Eier. Für mir immer schön. Also Omelette war eines meiner Lieblingsgerichte. Und das ist ja auch ein Weg. Also wenn man das Omelette jetzt nicht mit Fleisch versetzt, sondern da Tomaten dazu nimmt und ähnliches, ist es ja auch ein vegetarisches Gericht. Ja, ein paar Eier und so weiter. Das kann man ja dann alles nehmen. Und es schmeckt ja auch. Schmeckt einfach hervorragend. So ein richtig schönes Omelette. Hippitoppi. Na gut. Selber möchte ich dieses Wochenende übrigens, also ich bin immer noch am Freitag unterwegs, mich mal an Zimtschnecken bzw. Cinnamon Rolls machen. Da bin ich immer noch, muss ich noch gucken. Ich habe ein schönes Rezept gefunden, welches ich nachgehen möchte und ich weiß noch nicht, ob ich das heute Abend noch mache oder ich glaube, das werde ich morgen. Formel 1 ist ja elendig früh, ne? Also jetzt Wochenende sind die an Las Vegas. Oh Mann, ja, da können wir uns auch noch drüber unterhalten über Las Vegas. Ja, das können wir ja gleich machen. Das ist noch 6 Minuten, da hört doch vielleicht der ein oder andere noch hin. Ich meine, ich finde Formel 1, den Sport, alles, was da drumherum ist, um den Sport jetzt erstmal, also die Teams und sowas, finde ich schon sehr interessant. Ich finde aber auch interessant die Show, die gemacht wird. Deswegen gucke ich auch American Football. American Football hat auch sehr viele Show-Elemente einfach. Und Super Bowl ist halt 50% Show, 50% Sport. Was jetzt in Las Vegas betrieben wird mit der Formel 1, ja, sie wird brachial vermarktet, sie wird wird halt eben wirklich dazu degradiert, dass sie eigentlich bloß Show zum Geld verdienen ist und dass diese Fahrten an sich, weiß ich gar nicht, ob das noch so wichtig ist an Las Vegas. Ich denke mal schon, ja klar, also für die Fahrer und für die Teams, logisch. Aber für den einen oder anderen Zuschauer ist es halt eben eher so ein Event-Erlebnis. Der interessiert sich wahrscheinlich gar nicht dafür, wer da der Beste oder sonst irgendwas ist, sondern es ist einfach so ein Event, so mal ein Formel-1-Auto live sehen. Ich meine, klar, logisch, kann ich nachvollziehen, würde ich auch für hingehen. Wenn es in meiner Town sowas geben würde, würde ich auch sagen, okay, so ein Formel-1-Auto mal live sehen, das wäre schon cool. Also auch live in Bewegung, nicht nur einfach in ein Museum gehen, wo du dann mal anpacken darfst, sondern darfst du wahrscheinlich meistens gar nicht, wo du es einfach bloß mal anguckst und dann gehst du dran vorbei und wunderbar, da habe ich auch schon Formel 1 Autos gesehen, so ist es nicht, ich glaube im Deutschen Museum stand, aber na gut, das ist ein Formel 1 Auto von Anno, dazu mal, ne? Also ein bisschen älter, da waren die Silberpfeile silber, weil sie keinen Lack hatten und nicht, weil sie so lackiert waren, na egal, wenn man heute den Lack runter macht, dann sind das Auto schwarz, Carbon, Faser halt, in den meisten Fällen, oder kaputt vom Bundstoffe. Und ja, da ist es natürlich nun im ersten freien Training, was heute Morgen lief, boah, 5 Uhr irgendwas. Ich hatte erst überlegt, ob ich aufstehe oder nicht. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich noch was anderes gespielt habe. Da bin ich mir nicht sicher, inwieweit ich das vielleicht sogar zeigen möchte. Bin ich gerade am Überlegen, wie man das machen kann. Da bin ich durch einen GameStar-Artikel drauf aufmerksam geworden, ein RTS-Spiel, welches Free-to-Play ist. Was wirklich nichts kostet. Man kann, wenn man möchte, unterstützen, man muss aber nicht. Beyond All Reason heißt das. Und da bin ich jetzt so ein bisschen into it und versuche da ein bisschen zu lernen und rauszufinden, wie es geht. Und deswegen, das habe ich den Abend vorher ein bisschen länger gespielt und deswegen bin ich da. Habe ich mich dann gegen das frühe Aufstehen entschieden. Also ich hatte mir einen Wecker gestellt, habe den ausgemacht und gesagt, okay, umdrehen und weil Schlafen ist heute wichtiger, du musst noch arbeiten. Man muss ja Prioritäten im Leben setzen, ne? Der Gelderwerb ist ja wichtig. Und dann habe ich, nur mitbekommen, quasi, dass das Training relativ schnell abgebrochen wurde. Ich habe noch gar nicht gewusst, warum und so. Habe auch den Morgen nicht unbedingt sehr viel Zeit gehabt, um das zu lesen. Und habe dann erst, wo das zweite freie Training anfing, sag ich mal, das wollte ich mir dann auf die Kopfhörer legen, auf Arbeit, beim Programmieren,
Von mir aus, wenn die mir da aber ein Vorquatschen nebenbei und sonst irgendwas dergleichen, kriege ich hin, alles kein Problem. Und dann habe ich bloß mitgekriegt, dass es irgendwie gar nicht losgeht. Und denke, so, was ist denn jetzt? Sollte das doch losgehen? Und dann habe ich mitgekriegt, dass es da eben ein Problem gab, was wir schon mal hatten. Und zwar, dass ein Gullideckel sich gelöst hat in der Strecke. Ich weiß gar nicht, wo es war. Gab es jedenfalls schon mal, dass ein Gullideckel dann halt eben einfach aus der Verankerung gerissen wurde, weil die Autos halt eben solchen Anpressdruck haben. Jetzt ist es dort so gewesen, dass die einbetoniert waren und dadurch, dass die Autos dort, also ist nicht der Gullideckel an sich hochgekommen, sondern dieses ganze Verschlusssystem, was einbetoniert ist, ist hochgekommen, weil die Autos genau an der Stelle mit aufgesetzt haben und dadurch den Beton die ganze Zeit halt eben einen draufgedotzt haben und das war dann so instabil, dass sie das hochziehen konnten. Auch fragwürdig, muss ich ehrlich sagen, darf nicht passieren, ist jetzt passiert, hat für auch einen Schaden gesorgt. An dem Ferrari-Auto von Sainz. Und man muss auch sagen, was ich jetzt wirklich echt mies finde, ist, dass dadurch, dass ihm das passiert ist, an seinem Auto eine wichtige Komponente, ich glaube die Batterie für seine Stromrückgewinnung, mit kaputt ging, weil die sitzen alle unten drunter, ne? Da sitzen die Fahrer quasi drauf. Die sind da unten alles so angebracht. Und das Ding ist wohl einmal unter dem Auto quer durchgeschossen und hat einmal sozusagen den ganzen Unterboden aufgerissen und alles, was da dran war und kaputt gemacht und naja. Irgendwo muss es hin und umso niedriger der Schwerpunkt bei so einem Fahrzeug, ne, kennen wir ja, desto weniger hat es die Neigung zu kippen, deswegen werden die schweren Komponenten immer nach unten gelegt. Und so eine Batterie ist ja, kennt man ja von Haus aus, ne, so ein Akku ist jetzt nicht der leichteste einer. Da kann man ja durchaus auch schon mal Kugelstoßen mit betreiben oder weit werfen oder ähnliches. Und wenn der irgendwo einschlägt, das scheppert schon ordentlich. Also, hat sie ihn dort zerlegt und er kriegt jetzt eine Gridstrafe dafür. Also nicht nur, dass Ferrari natürlich horrende Kosten hatte, man geht von roundabout 3/4 bis 1 Million aus, für die ganzen Kosten, die da entstehen. Und also das ist schon, boah. Denke mal, da wird der Streckenbetreiber, in dem Fall sogar die Liberty Media ist das, glaube ich, ne? Also die Marktrechte dort haben, und die Strecke damit, also es ist ja von Liberty Media auch ein Gebäude extra gebaut von und wird das sicherlich dann da nicht unbedingt ohne eine kleine Vergütung wieder davon gehen. Also ich sag mal so, für Sainz ist das Rennen gelaufen, der hat halt einfach absolut horrendes Pech gehabt. Viel mehr Pech kannst du an den nicht haben als Rennfahrer. Es sei denn, neues Rubens Barrichello. Aber ja. Ich habe jetzt auch auf Disney Plus gibt es jetzt die Doku über diese Brown-Saison, ne? Und ich finde ihn generell, fand ich Rubens Barrichello schon immer unsympathisch. Weil er einfach seinen Wert deutlich überschätzt hat. Und er war ein sehr guter Nummer 2-Fahrer, aber nie Nummer 1-Fahrer. War er nie, in meinen Augen. Und das hat er bei Michael Schumacher schon irgendwie nicht verstanden, warum er da ist. Ne? Er ist der Nummer 2-Fahrer, er ist der Wasserträger, er muss dafür sorgen, er muss zurückstecken. Let Michael pass for the championship, ein berühmter Satz. Er hat halt im Überlegen, auch in einem überlegenen Auto, es nicht geschafft, unbedingt die fahrische Leistung oder so fehlerfrei zu fahren, dass er mit einem überlegenen Auto auch Weltmeister werden kann. Und das hat Jenson Button 2009 bewiesen, dass das geht. Es war jetzt nicht das urstüberlegene Auto, aber es war das überlegene oder das stärkste Auto im Feld für die ersten, na, sagen wir mal, 6 bis 7 Rennen oder sowas oder 8 Rennen. Ab da hatten die anderen dann diesen technologischen Vorsprung, den Brown GP damals hatte, mit dem Doppel-Infuser natürlich aufgeholt und waren noch ein paar andere Kleinigkeiten, die ganz gut dran waren. Aber schon mal schön. Und diese Doku, also es gibt jetzt eine Doku darüber auf Disney Plus, über die Saison von Brown, die 2009er Saison. Sehr, ja, natürlich Hollywood-like geschnitten. Keanu Reeves, der Host. Ich weiß nicht, was der mit der Formel 1 zu tun hat, aber ist auch egal. Stört mich nicht weiter, lass ihn machen. Generell gefällt er mir ja als Schauspieler. Oder sagen wir, es gibt wenige Schauspieler, wo ich sagen würde, oh ja, so. Können ihm unbedingt das Wasser reichen oder so. Also ich finde ihn gut als Schauspieler.
So, um das jetzt halt eben so festzusetzen. Ich entschuldige mich für das Gerumpel und Klapper jetzt gerade. Das war Luke. Die Katze war mal wieder der Meinung, sie müsste einmal durchs Gemüse laufen hier. Kannst du nicht ändern manchmal. Manchmal ist er halt so. So, dann fahren wir bis hier bis zum Ende hin. Dann nehmen wir es mal auf. So, jetzt muss ich dann den kleinen Streifen noch machen, aber den mache ich ja nachher alleine. Ich werde jetzt hier erstmal reinfahren. Hm. Ah ja, Katzi, Katzi, Katzi. Auch wieder Aufmerksamkeit, ja. Naja. Deswegen immer vor dem Monitor langrennen, kriegt er die meiste Aufmerksamkeit von mir. Er weiß, dass er da nicht hin darf und er kennt. Ich sag mal so, will ihn dann immer nehmen, vorne hinten, ne, zack, einmal hochheben und dann auf meinen Schoß legen. Er will ja einfach partout nicht auf den Schoß legen. Weiß nicht warum. Ich hätte nichts dagegen. Aber ne, er möchte halt nicht. Gut, ist zu akzeptieren. Und das hilft am besten. Also wenn man wirklich hier einfach so diesen Griff macht, wie jetzt nehme ich dich zu mir, dann rennt er weg. Aber meistens hat er eigentlich, wenn ich das Mikrofon hier hatte, das nicht gemacht, dass er hier lang gelaufen ist. Aber das kennen wir ja noch auch schon. Haben wir ihn ja schon ein paar Mal gehört. Ja. Jo, den blauen Dicken. So. Gut. Wo wir stehen geblieben? Achso, ja. Und dann in dieser Doku wird er natürlich auch interviewt. Und er ist am Anfang der Saison klar der schlechtere Fahrer von beiden. Also er hätte die Möglichkeit gehabt. Klar. Deswegen sage ich auch, oder man heißt Rubens Barrichello, weil Rubens Barrichello sagt ja immer, die anderen hatten einfach eindeutig mehr Glück als ich. Und deswegen haben sie gewonnen. Und nicht, weil sie besser waren. Also dieses, ne, daher kam jetzt dieser Ausspruch. Und das war in dieser Doku auch wieder zu hören. So, ja, ich wusste das, was ich machen muss. Und ich hatte ein siegfähiges Auto. Und ich hätte ja auch gewinnen können. So, nein. Einfach, nein. Das, nein. Das macht ja zu viele Fehler. Also im Rennen macht er einfach zu viele Fehler. Ich persönlich könnte kein Formel 1 Auto fahren und Rubens Barrichello würde mich auf jeden Fall, egal in was für ein Fahrzeug, immer schlagen. Und selbst wenn er mit einem Bobbycar antritt und ich ein richtiges Auto habe, würde er wahrscheinlich noch schneller sein als ich. Aber davon wollen wir nicht reden, ne? Wie gesagt, aber ich finde einfach, und die, solche Art dann halt in den Tag zu legen, ist für mich dann einfach so ein Punkt, wo es dann einfach unsympathisch für mich wird. Und wo ich dann einfach sage, dass es für mich ein Unsympath ist. Also ich. Das ist kein Typ, mit dem ich irgendwie ein Bier trinken wollen würde. Ich würde mit ihm diskutieren würden darüber und mal seine Sicht vielleicht eventuell, dass er mir das so gut erklären kann. Aber ich glaube auch dann, wenn ich mit ihm darüber rede, würde bei mir der letzte Punkt immer noch bleiben. Ja, du bist eine gute Nummer 2, aber keine Nummer 1. Sorry, aber tut mir leid. Also es ist so wie Sergio Perez halt, ne? Also macht einfach zu viele Fehler. Er ist sicherlich ein guter Fahrer und er kann, sagen wir mal, wenn eine Saison 20 Rennen hat, schafft das in 5 Rennen den Sieg zu holen, in 5 Rennen schmeißt das weg und in 5 Rennen macht er so viele Fehler, dass es, sage ich mal, nicht zum Sieg reichen würde, obwohl er hätte gewinnen können. Und in den restlichen 5 Rennen fährt er halt einfach nur mit. So, du wirst kein Weltmeister. Ja? Weltmeister wirst du, wenn du die meisten Rennen gewinnst. Aber nicht, wenn du bloß ein Viertel der Rennen gewinnst aus eigener Kraft, weil du gut genug bist. Sagen wir mal, immer wenn natürlich ein konkurrenzfähiges Auto hast, klar, logisch, aber man sieht es ja auch in dieser Saison, er hatte das gleiche Material in den meisten Fällen wie Max Verstappen. Max Verstappen gewinnt von jetzt, was ist gefahren worden? 22 Rennen sind gefahren worden, glaube ich, oder 21, hat er 17 gewonnen. Ja. Er ist ja nicht der bessere Fahrer. Am Anfang der Saison haben sie sich ausgetauscht, abgewechselt mit den Siegen, ne? Daher hat Perez die Saison, glaube ich, auch 2 Siege zu Buche stehen, aber das war's dann auch. Und das ist eindeutig zu wenig. Und wer solche Fehler macht, wie er den in Mexiko gemacht hat, dass er halt ihm wirklich einfach der Meinung ist, so, jetzt fahre ich hier um die Kurve, egal ob da einer ist, ja, fliegst halt raus in der ersten Kurve. Sorry, so kannst du, sag ich mal, das kannst du dir einmal erlauben in der Saison, aber solche Fehler macht er halt ihm dann doch so häufig, dass es dann wirklich was bringt. Sicherlich auch ein bisschen unlucky, dass manchmal sein Auto eher kaputt geht, als das von
vom Konkurrenten. Aber ich denke mal auch, das ist wieder so eine Sache, wie gehe ich mit dem Fahrzeug um, ähnliches. Vielleicht hat er halt den Max Verstappen so ein bisschen das Händchen dafür, das Auto nicht zu überpesen, nicht zu viel Verschleiß auf bestimmte Teile zu bringen. Ja. Naja, gut, aber das sind andere Sachen. Dann haben wir uns über beide Sachen gut unterhalten, die ich noch loswerden wollte heute. Und dann würde ich sagen, ich grobe hier das Feld noch fertig. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann bringen wir die Milch weg und ja, was dann noch anfällt. Mal gucken, vielleicht ist da ja noch irgendwas, was mir einfällt, womit ich mir die Zeit verbringen kann. Ansonsten sehen wir uns dann. Bis denn. Tschüss.